Hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 27 unseres Let's Plays zu Dark Souls 3 und Kirby ist natürlich dabei. Hallo! Denn ohne dich wäre ich hier verloren. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, ist nett von dir. Ich bin doch hier nur der Co-Kommentator. So, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wo wir jetzt hin wollten. Da war ein Endgegner. Moment mal, da waren wir doch schon. Da waren die Vögel, oder was? Wer sind die zwei Pappnasen denn? Ach, guck mal, die falten jetzt gleich. Ja, mit dir. Aber nicht nur mit mir. Komm, wir nehmen den mal mit. Siehst du, die kämpfen nämlich hier. Hast du keine Angst, dass die dich gleich beide angreifen? Ja, klar. Ich hoffe, dass die Gegner mir auch ein bisschen helfen. Damit habe ich mich hier gar nicht gerechnet. Hier! Hi! Guck mal, das ist nur einer, wo ist eine andere? David! Eieiei! Ey, das ist aber gut! Einen Trinkstoff. Haben wir hier noch. Das ist eine andere Heilpfeile. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hatte ich das in Erinnerung, dass wir zuletzt irgendwie vor einem Eingang standen und wir dachten, oh, das ist ja auf jeden Fall hier so ein Saal, da ist ein Endgegner. Ja genau, und den haben die haben den bewacht. Puh, nicht so gut gelaufen, ne? Aber immerhin 6 habe ich noch. Da hinten war das. Ach, so weit waren wir schon gelaufen? Genau. Wir haben hier denen zugeguckt. Da waren die aber schon total am Kämpfen. Das waren aber nicht die zwei, die wir letztens umgebracht haben, oder? Doch. Ach, das waren die schon wieder? Also nicht die, meinst du die mit der Keule und dem... Nee, genau. Wo wir dachten, so, ob das jetzt vielleicht die Freunde sind, die uns vielleicht gar nichts tun würden. Ich kenne das ganze Gebiet. Also ich habe gerade völlig die Orientierung verloren, aber du bist der Steuermann. Was du hast den hier? Griff. Da oben ist auf jeden Fall so ein Vogelpriester. Steht da oben. Oh, wir machen mal kurz Pause. So, da sind wir wieder. Ha. Entschuldigung. Für euch nur einen Wimpernschlag quasi. Genau, mein Telefon. Also, ich glaube, ich hole mir nochmal die Estus-Flakons und dann locke ich die direkt hier runter. Jo. Und dann sollen die hier aufräumen. Vielleicht kann ich mich ja irgendwann nochmal orientieren und weiß wieder, wo oben und unten ist. Das wird auf jeden Fall eine Gaudi. Ich bin heute irgendwie, ich weiß auch nicht, falsch eingehängt. Ich bin aufgeregt. Hoffentlich klappt das. Wuhu! Auf jeden Fall gibt es uns ja ein paar Seelen dann. Ne? Was? Ja, klar. Ach. So, tack. Wolltest du dich doch noch kindeln eigentlich, oder? Ah, wollte ich, genau. Naja, obwohl, soll ich das jetzt machen? Obwohl, ja, besser. Ja, nein. Ja, vielleicht. Doch, wir haben so viel, ne? Wir haben ganz viel Ember. Ja, hier, Glut. Und auf geht's. Ah! Boah, wie stark du jetzt bist. Tada. Und strong. Jetzt hast du so viel Leben. Wie nix. Was ist das denn hier? Oh nee. Oh, das steht nicht für das irre Phantom. Letztens stand immer das irre Phantom. Soll ich mal mitnehmen? Nimm mal den Tagor mal mit. Hoffentlich ist der. Das kann nicht beschworen werden. Warum nicht? Warum nicht? Wow, it's that happening. Vielleicht bleib jetzt mal hier. Das war aber gemein, oder? Da freut man sich und dann nix ist. Jetzt gehen sie ab. Ja, aber gut, sind stimmt. Da sind die sehr viel stärker als die Gegner, ne? Ja.
Schade. Ich glaube, die haben sich überhaupt nicht verwundet dabei. Jetzt rennen die weg. Nicht schlecht, Leute. Übrigens ein guter Weg, Seelen zu farmen, habe ich das Gefühl. Ja, so den einfach hinterherlaufen. Ich kann natürlich jetzt die mitnehmen auch. Geht auch. Aber oben Hallo. ist, wie gesagt, der Vogelpriester, ne? Was steht da oben? Mann, oh Mann. Ah, ich bin mir nicht sicher. Wenn nichts hilft, dann muss ich euch halt holen. Jawohl. Uah. Kommt ihr? Hi, kennst du die hier? Ja. Ja, der ist den. Ich kümmere mich um den hier. Das ist der Magier. Der ist runtergesprungen. Echt? Wie geht's euch denn hier? Also da sind wir jetzt wieder. Okay, aber ich kann nicht mehr dass ich noch mal zurückgegangen so. Wohin zurück? Wir sind ja da oben. Ach, waren wir hier schon mal? Ja, klar. Echt? Das ist Die natürlich Vögel haben bitter. wir noch kaputt gemacht. Wir kamen noch von da unten. Und da irgendwie sind wir dann oben in diesem Raum. Ich glaube, wir sind an der falschen Seite jetzt rausgegangen, oder? Da, wo wir schon waren. Ja, Nein, das aber da hier ist ist das doch. offene Tor, oder nicht? Ah ja, genau. Genau, das haben wir alles schon zweimal gemacht. Stimmt, nur wir sollten dann links lang gehen, Ja, ne? Haben die gesagt. genau. Ja, stimmt. Deswegen hier oben halt dann da runterspringen und den kaputt machen und das hatten wir alles schon gemacht. Okay. Ah ja, naja gut. Deswegen war ich so verwirrt, weil wir hatten von einem ganz anderen Raum aufgehört. Ja, aber wenigstens noch ein paar Seelen. Ja, ist doch gut. Einmal aufsteigen können wir theoretisch noch. Also meinst du jetzt nicht den Endgegner machen, sondern erst nochmal in die andere Richtung gehen, quasi? Doch, aber der Endgegner war da. Genau. Ja. Aber wir waren Genau. halt schon so weit bis zu dem Raum. Und da Und jetzt hinten? eben, da war nur das Leuchtfeuer drin. Und da sind wir rausgesprungen und haben uns die Sachen geholt, die auf dem Hügel hingen. Aber sonst war da nichts. Außer ein Stimmt. Leuchtfeuer und der Zugang zum Hügel halt. Was ist denn hier lang? Und da oben, das ist auch nur so ein Rundgang mit noch ein paar Gegnern drin. Hörst du das? Ja, das ist dieser. Das ist noch so ein. Da, der da. Der. Der Freaky Head. Ja, letztens haben wir die beiden nämlich erst vor der Tür da kaputt gemacht, Stimmt, dann weißt haben du wir von noch? hier oben geguckt, ne? Genau. Da waren wir doch sogar auch schon drin, oder Ach, nicht? guck mal, die sind jetzt immer noch hier. Ja, aber letztens hatten die anderen zwei die alle kaputt gemacht. Da mussten wir nur einen einzigen noch machen. Stimmt, wir haben uns dann hier angeschrieben. Ja, es kommt alles wieder. Ist gar nicht so Bin lange jetzt her, auch aber. wieder da. Ja, aber wir haben ja schon öfter jetzt gesagt, dass diese Gegend einfach extrem verwirrend ist. Ja, das stimmt. Hallo, hallo. Please. Genau, schön hier warten. So, haben wir was verloren? Nein. Guck mal, das glüht wieder so schön. So, die mache ich von hier oben, ne? Jo. Hey, das ist doch nicht jetzt wahr. So. Da steht wieder, du kannst einen beschwören. Oh, ach hier. Schwarzhand Gotthard. Sind das dann echte Spieler?
meine nicht. Was so, willst du mit dem denn jetzt nicht reinlaufen? Was ist das denn hier? Durch mein Schwert. Ja, mit dem laufe ich auf jeden Fall jetzt rein. Ist immer schöner, einen Endgegner zu zweit anzugehen. Finde ich auch. Komm mit, Gotthard. Kann ich gebrauchen. Wer ist denn hier noch so am Zaubern? Das regt mich ja auf. Ich höre ja die ganze Zeit so... I don't know. Gehen wir mal rein. Gehen wir rein, wa? Okay. Ein Spieler. Ach, guck mal, das war das. Das habe ich gehört. Das klang, klang. Da kämpfen zwei. Kämpften. Hat er mit sich selbst gekämpft, sieht das aus. Wie der aussieht. Der sieht aus wie der bei Bloodborne, der Grab-Typ, der... Ah, war das nochmal? Der Vater von dem Mädchen, der sich in Wolf so verwandelt hat. So ein bisschen schon so ein Monster. Der sieht doch gar nichts. Hoffentlich nicht. Meister Doppelklinge. Der Wächter des Abgrunds. Ah, ich hab schon gesehen, dass der da ankam. So, voilà. Ah. Oh, Gott, das hat einen Fernseher. Wie sind das denn jetzt wieder zwei? Das ist eine. Ach, da guck mal, das ist noch einer jetzt. Ja. Ey, ich komme jetzt voll nicht. Ah. Jetzt ist aber gut. Wie viele sind das denn? Hi. Und vor allem, wer ist der Richtige? Okay, der nicht. Ach, guck mal, geil, die bekämpfen sich ja doch selber. Du sagst mir, wenn... Ui. Okay, das ist der Richtige. Ich bin mir 100% sicher. Okay, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal, ne? Das ist aber, ne? Ja, ja. Ah. Nein, 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 nein. Der Gotthard hat sich viermal geheilt. Das fand ich total super. Aber der war ja wirklich echt riesig, muss man schon sagen. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch gut, dass dann der andere abgelenkt war, ne? Aber warum? Oh nein. Was denn? Stehen jetzt alle wieder auf, oder was? Auf jeden Fall ist es noch nicht vorbei, sonst hätte er schon gestanden. Bum-bum-bum, besiegt. Bum-bum-bum, erhalten. Bum-bum-bum. Oh nein. Aber es geht das Blut von allen, die da liegen, in den einen. Und wir haben keine Estus mehr. Okay, Gotthard, tut mir leid. Du musst den jetzt besiegen und ich muss nur Flammen immer drauf werfen. Shit.
Nicht zu uns, geh zu dem. Konzentrier dich auf den anderen! Los! Nein, das wollte ich gar nicht! Gotthard! Nein, Gotthard überlebt das nicht! Oh, ich überlebe das nicht! Aber guck mal, das spielt am Anfang wirklich Käse. Ja, und ich hatte und gar keine jetzt noch, genau, jetzt noch über die Hälfte geschafft. Das ist auf jeden Fall machbar. War es am Anfang einfach zu aggressiv. Ja, ich war auch zu überrascht mit dem. Ich glaube, den Gotthard, der kann sich um die Kleinen kümmern. Ich muss den halt behalten. Genau. Im Auge behalten. Im Möbel. Habla. Habla, habla. So. Soll ich einfach dahin laufen? Nee, kann ich gar nicht. Wir waren übrigens hintenrum, waren wir noch gar nicht, ne? Da, wo jetzt die andere Richtung quasi. Ja, schon gedacht. Aber jetzt liegt unser Platz da. Nee, ich meine nur, das müssen wir uns merken, dass wir da auch noch nicht waren in dem Gebiet. Wir haben ja einige Gebiete noch im Hinterkopf. Absolut. Genau. Mit denen müssen wir uns jetzt noch gar nicht anlegen. Geht weg! Macht erstmal alle Gegner platt. Wo kommen die denn nicht? Jetzt mach doch mal schneller. Leute. Also mal ehrlich. Nur weil ihr eine Rüstung anhabt oder so. Versucht mal auf High Heels zu laufen. Jetzt, guck, ist aufgewacht. Wahnsinn. Ich muss leider mit dahin. Guck mal, jetzt machen die wieder hinten auf sofort. Nein! Fängt das hier wieder an? Ah, verdammt! Jetzt spring ich da genau rein. Leider noch mal machen, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Zwei Estus verloren ist doof. Ja, das ist ein bisschen viel. Oh, vor allem, du kannst die auch ein bisschen machen lassen noch. Das waren noch einige Gegner, ne? Da hinten, ne? Ja. Du musst die gar nicht so früh. Ich meine, wir haben noch Zeit. Time. Time is on my side. Ja, letztens mal waren die nämlich schon arg verletzt. Weißt du noch? Ja, zumindest stimmt. Einer, der war schon fast im Sack. Aber die hören ja auf ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also nee, glaube ich nicht. Die wollten jetzt gerade an die Seite laufen und dann hinten rum. Ah ja, stimmt. Okay. Und letztes Mal, wie gesagt, waren alle Gegner bis auf einen, der auf dieser Anhöhe stand, waren die alle platt. Und der eine von denen halt auch fast. Hat er gerade geguckt? Mhm. Gott sei Dank scheint der in Sicht etwas eingeschränkt zu sein. So, jetzt geht's ab. Wir gucken zu. Ein bisschen gehe ich in die Richtung, oder? Wenn du willst. Wow. Eieieiei. Sind das warte, auch Wächter des Abgrunds? Die haben ihren nächsten Gegner noch nicht entdeckt. Gleich laufen sie los. Jetzt haben sie blablabla wieder jemanden gesehen. Aber die haben den jetzt rechts vergessen diesmal. Stimmt. Aber ich gehe jetzt rechts. Ne? Hast du letztes Mal auch gemacht. Das ja, war gut. Ja. Aber da sitzt einer, ne? Hier oben, ne? Da, direkt da.
Ist da oben auf der Anhöhe noch einer und geradeaus ist einer. Ich glaube, ich gehe jetzt aber direkt rein. Also ich hole den noch auf der Anhöhe. Auf der anderen Anhöhe ist noch einer. Ja, genau. Gut. Aber ich nehme den hier und dann haue ich ab. Gehe ich zum Endgegner. Nee, Quatsch. Du musst dann das Symbol noch rufen und da stehen die anderen beiden jetzt davor. Ach so. Jetzt stehen die quasi auf deinem Symbolrufsgedöns. Oh Mann. Ja, told you. Nervigen kleinen Kacker. Na, sollen wir uns zusammentun? I don't think so. So. Aber es ist schon angenehmer, die von hier oben zu erledigen, ne? Mhm. Vor allem wirklich, der hat schon echt ein bisschen was verloren, ne? Ja. Nein! Ah nein! Was mach ich denn? Es tut mir leid. Schon wieder, also wirklich. Das ist doch. Ich muss das jetzt. Sogar noch mit einem weniger jetzt. Wo ist denn der andere? Ja, ich muss jetzt eh nochmal zurück. Ja, ich denke an meine Seelen. Ich denke an meine Seelen! Ah, Klicker, Klicker. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist er. Ah, ich wollte gar nicht treten. Pfaff. Tut mir echt leid. Doch nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Überhaupt nicht so. Das ist der täglich grüßt das Murmeltier-Teil. Wenn ich jetzt aber gleich den Endgegner nicht schaffe, dann... Hast du wenigstens deine Bloodstains zurück. Ja. Deine Seelen. Ja, aber dann eben auch wieder nicht, wenn ich den nicht schaffe. Musst du ihn wiederholen. Oh, guck mal. Komm, wir nehmen uns noch einen mit. Komm. Abyss. Du lang. Komm, Abyss. Zeig mal, was du drauf hast, Jung. Verewige dich bei Nerdner TV. Wo bist du denn? Ja. Hallo? 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 Ist nicht gekommen. Ach komm schon. Why? I don't know. Vielleicht wurde er woanders gebraucht. Sind die jetzt schon durchgelatscht oder noch nicht? Nee, komm gerade, ich höre die. Ich höre die schweren Schrittes. Aber einen Bossversuch, den zeigen wir euch noch in diesem Teil. Warum denn nicht? Wenn wir das nur wüssten. Soll ich nochmal nach hinten laufen? Vielleicht ein frisches holen? Das? Wir sind ja eh beschäftigt, ne? Soll nochmal versuchen? Ja, ich guck nochmal. Vielleicht sind da jetzt hier... Guck mal. Sind da wieder ein paar. Mitsuno! Aber das sind keine Spieler. Doch, ich glaube, das sind... Warum nicht? Jetzt aber, komm schon. Komm schon. Ach, tut mir leid, dass ihr jetzt hier auch so müsst ihr warten und warten. Aber wir müssten eh, wir haben das ja genug gesehen, wie die abgeniedermetzelt haben. Braucht man nicht mehr zuzugucken. Unzuverlässigen Spieler hier. Ehrlich. Wenn ihr eure Symbol... Ha? Ha? Aha. Krieger des Sonnenlichts. Hallo! Hallo! Hallo!
komm mit. Ja, super. Super gut. Winky, winky. Tada. Jetzt wäre ich direkt hier. Was ist er denn? Komm. Ich weiß den Weg. Kämpf noch nicht mit denen. Willst du die machen oder was? Oder wie? Er will sind rein. Die alle tot? Ah, wait for it. Ah. Oh. Ah. Ja, ich werde. Guck mal, siehst du, der hat überlebt. Ich habe überlebt. Alles gut. Super, geh mal rein. Der hat die beide kaputt gemacht. Nee, ich muss doch noch mal ein anderes Phantom holen. Ach so, da ist doch ein Phantom. Kann man das mit mehreren? Ja, das andere ist ja ein Computerphantom hier. Ach so. But where? Is it? Das war aber weiter vorne eigentlich. Da lag das... Eigentlich auf der obersten Stufe. Hier. Nee. Ja. Na gut, dann halt mit dir, mein Freund. Was soll's? Mit wem? Mit wem ich das auch mache? Ja! Noch mehr. Einfach mehr als letztes Mal. Ja. So oder so. Ja, komm. Der Aas ist gut. Ja. Ja, der hat sich überhaupt nicht die ganze Zeit mit dem anderen beschäftigt. Der hat dir direkt auch beim richtigen geholfen. Ja, und ziemlich lange schwer. Tja. Manchmal ist das wichtig. Okay, Flammen da. Aber wir sind nicht beeindruckt. Immer. Flammen haben wir selber. Aber wir müssen uns jetzt mal heilen. Das ist ganz wichtig. Und die Hälfte. Nur noch. Meines Energiebalkens. Die freaks me out. Das ist ja weit weg. Weit, weit weg. Ich bin vor dem Arsch voll erschrocken. Guck mal, 4 habe ich noch. Ja. Ja. So, mein Freund. Aber auch.
Nee, Fürstenasche. Und Seele eines Wolfsbluts. Und Sonnenlichtmedaille. Super. Ach, vielen Dank. Ha, so, Junge, top bist du, mein Freund. Top. Ah, Leute, ich glaube... Da war ich super. Ja, bei dieser Nebelwand ist es auch an der Zeit, sich zu verabschieden. Wir werden noch das Leuchtfeuer entfachen. Natürlich. Und da bin ich ja mal froh, dass das ganz gut gegangen ist. Haben in diesem Part noch würdevoll zu Ende gebracht. Ja, wie hieß er nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Der Rachenfürst? Nee, irgendwas Fürst der Unterwelt? Nee, ich meine, der mit uns gekämpft hat. Ars. Ars. Ars, vielen Dank. So, jetzt gehen wir erstmal einen heben. Ich setze mich schon mal und dann stoße ich an. Auf dich, Ars. Bis bald. Cheers.